Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Versary. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Der Montag, unser Thema Körper, Geist und Seele. Heute habe ich Ihnen einen Gast, der sich seit 15 Jahren mit dem Thema Ernährung und auch Erkennungsmedizin beschäftigt, journalistisch schon viel darüber berichtet hat und auch noch einige andere Dinge in seinem Leben, was wissenswert ist, zusammengetragen hat. Ich freue mich, dass er heute Abend bei uns ist. Herzlich willkommen, Caspar Zimmermann. Hallo, Norbert. Caspar, das Thema Ernährung ist ja immer was, also ich glaube, da könnten wir 100 Sendungen drüber machen. Und wenn ich heute Ernährung oder Ernährungsberatung im Internet eingebe, kriege ich 350.000 oder noch mehr Seiten, wo uns schlaue Vorschläge gemacht werden, wie wir uns ernähren sollen. Wenn ich die Realität mir aber anschaue, sehe ich, immer mehr Menschen gehen auseinander. Ich glaube, in Deutschland sind das schon 60%, die übergewichtig sind. In der Schweiz, glaube ich, sind es 53%, was ich gelesen habe. Also immer mehr Menschen scheinen sich nicht mehr richtig zu ernähren. Was bedeutet, dass sie übergewichtig werden, Mangelerscheinungen haben, krank werden, all diese Dinge? Wo liegt die Ursache? Also in einem Wort kann man das wahrscheinlich nicht ausdrücken, aber du erwähnst es schon richtig. Wenn es eine gesunde Ernährung gäbe, dann müssten wir das eigentlich wissen und dann würde der Körper eigentlich in dem Sinn nicht mehr krank, also der müsste ja gesund bleiben. Und das haben wir bis heute in dem Sinn nicht erlebt, obwohl es Leute gibt, die sind bis 122 Jahre alt geworden. Und gerade die Frau, die ich jetzt erwähne, die so alt geworden ist, die hat man gefragt, wie sie denn eigentlich auf ihre Gesundheit geachtet hat. Die hat überhaupt nicht auf ihre Gesundheit geachtet. Die hat einfach gelebt. Während dem andere, die für ihre Gesundheit sorgen, Sport treiben, auch nicht rauchen, nicht zu viel trinken und so weiter, unter Umständen mit 60, 70 Jahren oder dazwischen sterben. Also liegt das ganz woanders. Das heißt, die Ernährung ist nur ein Teil vom Ganzen. Also wenn wir unseren Körper haben, um Aufgaben zu erfüllen, dann müssen wir eigentlich auch die Nahrung, die Symbolik der Nahrung versuchen zu verstehen. Kann das sein, dass uns noch ein Punkt fehlt, dass das alles, was wir jetzt gehört haben, ob das Fitness ist, ob das jetzt ernährungsthematische Dinge sind, ich suche mir nur noch aus, was ich esse, ich rauche nicht, ich trinke nicht und so weiter, sind ja alles physische Thematiken. Was ist denn mit dem Rest? Also, ja, natürlich, wenn wir unsere Aufgaben kennen und unsere Aufgaben erfüllen würden, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Hunger, weil wir dann in unsere eigenen Ideen beißen. Und je weniger wir das tun, umso mehr Hunger kriegen wir. Weil das Essen ist in dem Sinn eigentlich eine Kompensation. Natürlich, wenn wir zusammensitzen und es gesellschaftlich lustig haben und so weiter, dann ist das Essen eigentlich ein Mittel dazu, es eben gesellig zu haben. Aber wenn wir das Grundsätzliche, was wir als Ernährung betrachten, ist eigentlich ein Kompensieren, nicht in unsere Ideen zu beißen. Und wenn wir das schon wissen, dann können wir auch die Symbolik der Nahrung verstehen. Das heißt, also an dem Satz, wir denken uns krank, ist auch ein Teil drin. Das heißt, positives Denken, aber nicht jetzt in der Systematik zu verstehen von irgendwelchen Einpeitschern auf der Bühne, die den Menschen verkaufen wollen, wenn du positiv denkst, wird alles gut. Es gibt auch das Glaubensprinzip, was dazugehört. Das bedeutet, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich mein Leben nach Fähigkeiten und Talenten lebe, das ist damit gemeint, dann verstehe ich auch, welche Nahrung mein Körper braucht und wozu er sie braucht. Ja, also wenn ich auf meinen Körper höre, was ich am liebsten essen würde, dann ernähre ich mich wahrscheinlich am ehesten so, dass ich mich in eine Richtung bewege,
die am ehesten als gesund angesehen werden könnte. Oder ich habe dann, wenn ich dann noch die Nahrung verstehe, was ist die Symbolik dahinter ist, dann habe ich eine gute Chance eigentlich, meinen Körper über dieses Signal zu verstehen, was ich gerne habe zum Essen. Das heißt, wir müssen, egal wie wir es betrachten, auch eine gewisse feinstoffliche Ebene betreten, das heißt Körpersignale. Mir hat mal ein Naturmediziner gesagt, stell dir vor, du gehst auf den Markt und stehst vor einen Obststand hin. Und dann sagst du dir im Kopf die Namen aller Früchte, die da liegen und aller Gemüse. Und dort, wo dir das Wasser im Mund zusammenläuft, das kaufst du. Richtig, ja, genau. Das würde bedeuten, ich achte, mein Körper sagt mir eigentlich, welche Nährstoffe er braucht. Und er weiß auch, da die Natur uns ja verbindet, das heißt, alles, was natürlich wächst, ist ein Teil von uns selbst. Somit gibt es diese Reflexion. Jeder Apfel hat eine Schwingung, jede Birne, jeder Blumenkohl und so weiter. Und das Gegenteil ist in meinem Körper. Und wenn da ein Fehlen von diesen Inhaltsstoffen da ist, reflektiert der auf dieses Gemüse. Kann ich das so richtig verstehen? Ja, kann man so sehen, ja, sicher. Also ein Baby weiß ja sehr genau, was es möchte und wo es das kriegt. Mhm. Also wir müssen gar nicht zu weit suchen, also wir müssen auch nicht die Inhaltsstoffe in dem Sinn analysieren. Natürlich sagen die auch was aus, ist klar. Und auch die Herstellung eines Produktes hat ja dann auch eine Geschichte, in die wir dann beißen eigentlich. Also, und in das, was wir beißen, hat eigentlich mit dem zu tun, in was wir im Leben beißen. Das ist nicht zufällig. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, was uns die Wissenschaft sagt, dann hat ja die so eine Pyramide geschaffen. Und diese Pyramide basiert eigentlich nur auf Untersuchungen, was eine große Menge von Probanden essen zum Beispiel. Aber das kann es ja nicht sein für den Einzelnen, weil es nicht funktioniert. Also der eine hat nicht gerne Äpfel, der andere isst umso mehr. Also der eine kann schlank werden mit dem Apfel und dem anderen sagt das nicht zu. Oder ich kenne jemanden, die isst Schokolade à gogo und ist gärtenschlank. Eine andere hat auch sehr gerne Schokolade und geht auf wie ein Blümchen, oder? Also da ist genau das, was du erwähnst eigentlich, dass der Gedanke dahinter wichtiger ist, wie dann schlussendlich in was wir beißen. Also die Wirkung ist das ganz andere. Und wenn du sagst, wir müssen, wie hast du es formuliert, die der Nahrung verstehen, die Bilder, oder was hast du vorhin gesagt? Wir müssen die Symbolik. Die Symbolik. Ja. Wie soll der Zuschauer das verstehen? Was heißt das, die Symbolik? Also die Symbolik der Nahrung, also wenn wir zum Beispiel Fisch essen, dann beißen wir in etwas, was uns der Fisch zeigt. Der Fisch zeigt uns, dass ihm rundum wohl ist und wir fühlen uns im Normalfall, wenn wir Fisch essen, dann auch entsprechend. Das sind jetzt natürlich Tierschützer, werden das natürlich nicht, weil die haben sich programmiert, dass das abscheulich ist, Tiere zu töten und dann zu essen, ist klar. Aber von der Symbolik her hat es die Bedeutung. Oder ein Vogel, wenn wir zum Beispiel ein Huhn essen, dann hat das mit Freiheit zu tun, weil der Vogel ist ja vogelfrei, also hat mit Freiheit zu tun. Und ein Tier, das kann sich aufhalten, wo es will. Aber jedes einzelne Tier hat dann auch noch seine spezifische Symbolik, also eine Ente zum Beispiel, die watschelt hinterher, also dann hat das mit dem zu tun. Also du kriegst. Wie ist das mit dem Thema Gemüse, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tomate nehme, also wenn ich mir die Tomate durchschneide und schaue mir sie an, hat sie eine Ähnlichkeit mit unseren Herzkammern zum Beispiel. Mhm. Sind es diese Symbole oder die Karotte, wenn ich die durchschneide und vergleiche sie, sieht sie fast aus wie unser Auge? Man könnte sicher solche Dinge sehen da drin. Das Gemüse könnte man jetzt von unserer Sprechweise her eigentlich erkennen, wenn junge Mädchen irgendwo rumstehen, scherzt man und sagt, das ist junges Gemüse. Also wissen wir eigentlich, dass das Gemüse damit zu tun hätte, in unsere Ideen zu beißen
um jung zu bleiben oder wieder jung zu werden oder jung auszuschauen. Und das ist ja alles nicht unmöglich, weil der Körper eigentlich eine Regeneration kennt. Also er kann sich regenerieren. Somit sind die Leute, die dann Gemüse essen, als Kompensation natürlich, die sehen durchaus gesund aus. Und du hast die Karotten erwähnt, die haben ja viel Vitamin A, das ist auch noch ein Thema, die Vitamine. Und A steht dann für das Erkennen, also für die Augen und für das Erkennen. Und wenn wir die ganze Palette von Vitaminen durchgehen, dann sehen wir eigentlich, dass die Vitamine, die wurden erfunden. Das ist eine Erfindung. Da kommt man jetzt wieder davon weg und man reduziert jetzt die vorgeschriebenen Vitaminmengen der Lebensmittel und die Leute schreien auf, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen da zu wenig Vitamine. Natürlich, weil man unterbindet dann die Kompensation sukzessive. Und das macht den Leuten natürlich zu schaffen. Also wenn du nicht in deine Ideen beißt, dann kriegst du Mangelerscheinungen. Hunger oder eben Mangelerscheinungen von die sich... Körperlich Mängel, es ist Mangel, Stoff. Also Vitaminmangel zum Beispiel zeigt. Und wenn wir uns bewusst sind, wofür diese Vitamine stehen und uns unser Leben so einrichten können oder könnten, dann hätten wir das auch nicht nötig. Also beispielsweise... Ein Politiker weiß, wie wichtig Vitamin B ist. Das ist aber ein Vitamin, das du in der Apotheke kaufen kannst. Das muss sich ein Politiker aber nicht kaufen. Der hat das. Und so hat jedes Vitamin, Vitamin C, D oder E oder P zum Beispiel, die haben alle anhand von Buchstaben und was für Krankheiten sie beseitigen und so, könnte man eigentlich erkennen, womit sie zu tun haben. Wo können die Zuschauer sich denn über solche Themen informieren? Weil das ist ja auch für mich, und deswegen mache ich ja die Sendung, den Zuschauern immer wieder Informationen zur Verfügung stellen, dass sie sich im Gesamtbild verschaffen können und nicht nur das lesen müssen, was aus manch einseitigem Informationskanal herauskommt. Wo kann der Zuschauer sich über diese Erkenntnisse denn schlau machen? Bei sich selber. Und wie lernt er das? Wo kann er sich, frage ich anders, wo kann ich das durchlesen, dass ich weiß, auf was ich achten muss? Wo, ich meine, bei sich selber zu sagen, steht er und sagt, ja, was soll ich jetzt sehen? Wir müssen ihm ja mal die Formel oder die Methode schildern, wie er es machen soll. Ja, klar. Also, du sprichst jetzt natürlich einen relativ großen Bereich an. Also, man müsste eigentlich ein bisschen an sich arbeiten, man müsste die Ängste loslassen, dann versteht man die Symbolik in der Natur zum Beispiel auch viel besser. Die Politiker, die verwenden ja selber sehr starke Symbolik. Also da wird eine Gipfelkonferenz gemacht, die dann als Ergebnis null, wo null herauskommt. Das ist das Symbol, das sie vermitteln möchten. Und die ist mega teuer, die Konferenz. Heiligendamm zum Beispiel, null, Ergebnis null, aber hat mega viel gekostet, das war nur das Symbol, das man vermitteln wollte. Die sogenannten Showveranstaltungen. Ja, klar. Klar. Also nochmal konkret also, gefragt. Lesen, ich hab ein paar Artikel publiziert, sicher, die kann man nachlesen. Das heißt, auf der eingeblendeten Website stehen die, können die Zuschauer das nachlesen? Nein, das habe ich, also ich habe das noch nicht auf der Webpage, aber zum Beispiel bei der Fitness Tribune sind einige dieser Artikel rausgekommen. Mhm. Die kann man teilweise nachlesen dort. Also www.fitnesstribune.com ist eine Möglichkeit, das unter der Rubrik von Kolumnen und dann meinen Namen findet man einige dieser Artikel. In der Fitness Tribune. Ja, aber nicht alle. Die Fitness Tribune ist aber auch in der Schweizerischen Nationalbibliothek hinterlegt seit einigen Jahren. Also kann man es dort auch nachlesen zum Beispiel. Es gibt auch eine Möglichkeit. Es gibt relativ wenig, die auf die Symbolik der Nahrung gehen, aber es hat sicher welche. Du hast das Internet angesprochen. Ich habe heute rasch geschaut, wie viele Einträge unter gesunder Nahrung sind. Es sind Millionen Einträge. Und im englischen Sprachgebrauch sind es noch viel mehr, das sind extrem hohe Zahlen. Wenn man vergiftete Nahrung schaut, sind das nur ganz wenige. Also es gibt fast nur gesunde Nahrung eigentlich, wenn du das anschaust. Und in Wirklichkeit
ist es wichtiger, dass wir eigentlich verstehen, was wir essen. Aber wir müssen das nicht. Aber je bewusster wir leben, umso mehr kriegen wir eigentlich ein Hilfsmittel anhand der Nahrung, die wir gerne haben, wo wir noch irgendwas verbessern könnten. Das Bewusstleben bedeutet ja, dass ich auf meine innere Stimme höre. Das ist ja immer in vielen Bereichen meiner Sendung, kommt man immer am Schluss wieder auf das Thema, dass ich mich nicht im Außen orientieren soll, sondern hier hineinhören, um zu wissen, wo mein Weg hingeht, was ich machen muss. Das heißt, eigentlich müssten die Menschen, bevor es darum geht, dass ich jetzt anfange zu sortiere, was enthält Vitamin A und was enthält Vitamin B und fange an, auf irgendwelche wilden Pläne zu schauen, wo dann draufsteht, was ich essen soll oder was nicht. Es ist erstens individuell, also es gibt nicht für jeden Mensch der gleiche Plan, das kann gar nicht stimmen. Nein. Ich habe vor kurzem was gelesen über Blutgruppen, dass zum Beispiel die älteste Blutgruppe die Blutgruppe 0 ist und die viel widerstandsfähiger sind, diese Menschen, die auch Fleisch viel einfacher verstoffwechseln können, jedoch in Blutgruppe A oder AB sogar, die können mit Fleisch gar nicht so gut umstehen, weil sie viel feiner strukturiert sind, dieses Blut, weil das einfach eine andere Zusammensetzung hat, auch die Formeln des Blutes sind anders. Das heißt, schon da beginnt es, also ist jeder Mensch individuell und ich kann auch nicht sagen, was für den einen gut ist, ist auch für den anderen gut. Also muss ich anfangen zu verstehen, was ist für mich gut. Wenn jetzt Kinder sich wehren, irgendein Gemüse zu essen, also ich weiß es noch von mir als Kind, wenn ich nur Rosenkohl gerochen habe, bin ich die glatten Wände hochmarschiert, geschweige denn, dass ich das essen wollte. Jetzt hatte ich sehr verständnisvolle Eltern, ich musste das dann nicht essen, aber man hört ja heute und gegessen wird auf den Tisch kommt, diese ganzen alten starren Regeln, die unsere Kinder verbiegen. Ist das eine Reflexion, dass ein Körper sagt, nee, das ist gar nicht Nahrung für mich, ich möchte was ganz anderes, oder kann man das anders verstehen? Die Kinder leben ja meistens intuitiv. Und ich habe als Kind zum Beispiel kein Gemüse, kein Salat, kein Fleisch, kein Fisch, kein Vogel gegessen. Und ich wurde dann auch gezwungen, das zu essen natürlich. Aber ich wusste eigentlich als Kind, teils bewusst, teils aber auch unbewusst, dass das eigentlich nicht die Nahrung ist, die ich haben möchte. Und im Endeffekt, wenn man natürlich einen Menschen zwingt, dann zwingt man ihn eigentlich in Erfahrungen hinein, die er unter Umständen nicht möchte. Das ist auch schon beim Kind so. Ist da nicht die Gefahr groß, dass sich Kinder dann, ich kenne das ja auch selbst Kinder gehabt, Pommes frites mit Ketchup und Fischstäbchen wäre da die Standardernährung gewesen, wenn man nicht immer zwischendurch. Und dann muss ich sagen, das Vorleben ist das eine. Das heißt, egal was auf den Tisch kommt, ich habe immer vor meinen Kindern gesagt, wie lecker das schmeckt und wie gut das ist. Und wir wissen, Kinder orientieren sich an ihren Eltern, weil sie lernen ja von denen. Und wenn Eltern ordentlich mit ihren Kindern umgehen, dann tun die das auch gerne. Und das bedeutete wiederum, kann mich gar nicht erinnern, dass die Kinder irgendwas nicht gegessen haben. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, bei Eltern, wo der Vater gesagt hat, pfui, das mag ich nicht, du weißt, dass ich das nicht esse, haben sofort die Kinder genauso reflektiert. Haben gesagt, nö, das mag ich auch nicht. Also dieses Beeinflussen, dieses Manipulieren. Wie unterscheide ich denn als Eltern? Ist es jetzt ein Spleen von meinem Kind, das halt nur Pommes frites essen will, weil es die halt toll findet oder irgendwas anderes? Oder ist es wirklich ein intuitives Empfinden? Also das kann natürlich beides sein. Aber wenn du jetzt bei den kleinen Kindern anfängst und wir die Ansicht haben eigentlich und die Eltern auch, Mich ist gesund und so ein kleines, das erbricht dann wegen der Milch, dass es trinken müsste, dann ist das nicht unbedingt ein Signal, dass die Milch generell schlecht ist, aber dass das Kind wehrt sich dann eigentlich, eine Milch zu trinken, die von einer Kuh kommt, die vergewaltigt wurde, damit sie überhaupt Milch gibt. Und das sind die Signale, die Kinder dann vielleicht unbewusst den Eltern geben und die Eltern verstehen sie natürlich nicht und man geht dann zum Arzt und sagt, hat das eine Milchallergie, und dann sagt er, ja natürlich und so, geben sie ihm keine Milch und so, aber das ist es nicht. Das Kind zeigt damit eigentlich unbewusst etwas, das die Erwachsenen sich nicht bewusst werden wollen. Also wir müssen auch eigentlich auch den Herstellungsvorgang eines
Lebensmittels anschauen. Und wenn wir damit einverstanden sind, ist es okay. Und wenn wir dann finden, also ja, eigentlich eher nicht, dann können wir schauen, ob wir was anderes kriegen. Also insofern müsste eigentlich die Landwirtschaft wieder auf möglichst naturnah umgestellt werden. Wir haben heute werden die Kühe vergewaltigt, und zwar in regelmäßigen Abständen, damit sie immer Milch geben. Das heißt, da wird ja viel gemacht. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe irgendwo gelesen, so 1950 bis 60 hat eine Kuh 15, 16 Liter Milch gegeben. Heute gibt eine Durchschnittskuh 24 Liter Milch. Also da muss ich mich schon fragen, was passiert denn da? Und dann komme ich drauf, wenn man dann das Ganze hinterfragt, dass das mit Züchtung und Aufputschmitteln aller möglichen Kategorien da die Kühe im Prinzip zu Milcherzeugern umgestellt werden und die Kuh eigentlich gar nicht mehr Kuh ist. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Milch der Kuh eigentlich nur vorgesehen ist für die Nährung des Kalbs und für sonst gar nichts. Und wenn du das Wort vergewaltigen sprichst, es wird natürlich wahnsinnig viel gemacht. Kälber werden komplett von Eisen freigehalten, dass ihr Fleisch weiß bleibt. Das heißt, diese armen kleinen Geschöpfe leben in einem Mangel, nur dass Kalbfleisch schön weiß auf dem Teller ist. Also wir haben uns da in eine Idiotie von Abfolgen begeben, um Dinge zu machen. Warum muss Kalbfleisch weiß sein? Es gibt da überhaupt keinen Grund. Das ist irgend so ein Spleen, der es in vielen anderen Bereichen auch gibt. Ich sage, warum dürfen Menschen keine Falten haben? Ist ja auch so eine Geschichte, weil irgendeiner gesagt hat, glatte Haut sieht besser aus. Dann heißt also, Forever Young sind wir wieder ein ganz anderes Thema drin. Dann wird dann gespritzt und geschoben und gedreht und gezerrt und was weiß ich was gemacht. Nur weil man jugendlich aussehen will. Und das ist dann gerade der Punkt, sage ich, würden sich die Menschen gesund ernähren und ein ordentliches Leben führen, würden sie jung aussehen bis ins Alter. Genau. Also wir sind da vollkommen auf falschen Wegen. Aber ich verstehe auch die Menschen, ich weiß es von mir selbst, sich selbst umzustellen und sich selbst zu verändern, ist die schwierigste Herausforderung, die wir als Menschen so haben. Gut, wenn man, das sind ja eigentlich alles Ängste, die uns in etwas hinein, in Erfahrungen hineinziehen, die wir als eher negativ betrachten, also krank werden, schwach, müde sein zum Beispiel. Wenn wir uns gesund ernähren würden und uns lösen würden auch von den Ängsten, dann wären wir in der Lage, eigentlich alle unsere Aufgaben zu erfüllen und wären nicht einem Drangsalen ausgesetzt. Also dass wir wegen Müdigkeit zum Beispiel die Arbeit unterbrechen müssten oder irgendwann sagen, also ich kann jetzt nicht mehr, ich bin zu müde oder so, das gäbe es alles nicht mehr. Und du siehst das bei den Kindern, die Kinder können stundenlang herumrennen, wenn das Erwachsene machen, dann schaffen die das meistens nicht auf die Länge. Woher kommen diese Dinge denn? Warum ist es so, dass wir als Erwachsene es so schwer haben, alle Dinge, die uns irgendwann eingetrichtert werden, wieder loszulassen? Ist das Trägheit, Nachlässigkeit oder ist es einfach der Glauben an irgendwelche Menschen, die sich Ernährungsspezialisten oder Ernährungsforscher nennen und dann uns vorgeben, was wir eigentlich zu essen haben? Woher kommen diese ganzen Irrtümer denn? Also wenn man mal von der Wissenschaft her das anschaut, dann muss man sagen, die Wissenschaft ist noch nicht am Punkt zu sagen, was eigentlich gesunde Ernährung ist. Sie sagt selber, dass sie zum Beispiel bei der Gefäßverengung zum Beispiel, hat sie herausgefunden, dass das von sehr vielen Faktoren abhängt und dass das so komplex ist, dass sie im Moment nicht in der Lage ist, eine Aussage zu machen, wie man das in den Griff kriegt. Und wenn das schon an diesem Detail scheitert, also wenn die Wissenschaft schon scheitert, zu sagen, was wir essen müssen, damit die Blutgefäße elastisch bleiben und sich nicht verengen und so weiter, das ist ein wesentlicher Punkt. Herzinfarkt und so weiter und einschlafende Finger oder Extremitäten zum Beispiel, Blutgefäße, also Bluthochdruck und so weiter oder blaue Flecken und so weiter. Wenn sie nicht in der Lage ist, schon das zu sagen, also es gibt aber noch viele andere Dinge. Also du hast Falten erwähnt, wir haben graue Haare, wir haben brüchige Haut und so weiter. Also
da ist die Wissenschaft noch gar nicht am Punkt, obwohl sie gleichzeitig Schriften herausgibt, Schriftenreihen über gesunde Ernährung, was es alles braucht, an Vitaminen, an Rohstoffen angeblich und so weiter. Aber jetzt schau mal, Sportler, die schauen ja auf ihre Gesundheit. Was machen die? Sie essen zwar, aber sie nehmen noch Zusatznahrung zu sich. Nahrungsergänzungsmittel. Also, dann ist ja unsere Nahrung schon nicht gesund genug. Sie brauchen noch Zusatzstoffe. Ja, da ist ja das große Problem, dass unsere Nahrung, ich habe erst vor kurzem in einer Sendung diese Liste mal gezeigt, wo dann drinsteht, zum Beispiel Tomaten hatten in den 40er, 50er Jahren noch 100% der Nährstoffe, die sie haben sollen. Heute hat die Tomate nur noch 20% der Mineralstoffe, die sie vor 100 Jahren hatte. Jetzt habe ich natürlich ein Problem als Mensch. Das heißt, früher habe ich eine Tomate gegessen, aufs Brot oder zwei, habe ein frisches Bauernbrot gehabt, habe original Butter gehabt, die der Bauer noch geschlagen hat, habe da meine Tomaten draufgelegt, sie vielleicht noch ein bisschen mit jodiertem Salz oder mit Kristallsalz gesalzen, habe das gegessen und dann hatte ich die volle Ladung im Körper. Und wenn ich dann ein großes Brot gegessen habe, eine große Scheibe Bauernbrot mit ein oder zwei Tomaten drauf, war ich satt danach. Mein Körper hat mir signalisiert, danke, ich habe alle Stoffe, die ich brauche zum Arbeiten. Heute ist es so, dass manch Wissenschaftler sagt, man müsste heute im Prinzip eine Ladefläche von einem 7,5-Tonner voll Obst und Gemüse essen in einem Monat, um die Nährstoffe noch in den Körper zu kriegen, die wir vor 100 Jahren mit normalen Portionen erreicht haben. Das kann ja niemand. Nein. Also wie soll ich mich denn gesund ernähren, wenn ich im Supermarkt nur mal meine Lebensmittel einkaufe, weil ich jetzt in Hamburg, Berlin oder Genf oder was weiß ich wo wohne und da ist halt kein Bauer an der Straßenecke, dann müsste ich erst 30 Kilometer fahren oder wie weit. Ich meine, wir haben es hier einfach, aber dann bin ich nun mal darauf angewiesen. Und wenn ich jetzt solche, ich sage immer, die schönen wässrigen Treibhaustomaten kaufe, die dann 6 Stück noch so viel kosten wie nicht mal eine Schachtel Zigaretten, habe ich doch ein großes Problem. Was mache ich denn jetzt? Also wenn wir die genmanipulierten Lebensmittel anschauen zum Beispiel, da hat es viele Leute, die sind dagegen. Aber jetzt muss man eigentlich die Symbolik sehen, die werden nicht zufällig gemacht. Wir haben vorher schon Äpfel gezweigt, also wir haben sie veredelt. Und wir kriegen heute Lebensmittel, beispielsweise Beeren. Wir müssen schauen, dass wir sie nach Hause kriegen, bevor sie verfaulen. Also die werden so rasch faul, weil sie so veredelt sind. Und wir sind als Menschen ja zum Teil, also Europäer zum Beispiel, sind wir so hochgezüchtet angeblich oder so klinisch sauber erzogen, dass wenn wir irgendwo in einem anderen Land baden, dass wir dann krank würden. Oder dass wir, wenn wir das Wasser trinken, das sie aus dem Hahn lassen, liebe Zuschauer, wir müssen kurz das interessante Thema unterbrechen. Wir sind gleich nach der Werbung wieder für Sie. Wir sind schon wieder zurück bei timetodo.ch. Bei mir heute zu Gast Kaspar Zimmermann zu dem Thema, was ist gesunde Ernährung? Sie haben in der ersten Hälfte unserer Sendung heute schon mitbekommen, dass es gar nicht so einfach ist, wie es oft klingt und dass alle die Sachen, die Sie lesen von irgendwelchen Ernährungsberatern, immer nur für einen speziellen Typen sind, an dem es getestet wurde und eine allgemeingültige Aussage gibt es nicht. Vor der Pause haben wir noch einmal das Thema angesprochen, wo es darum geht, wie erkennen wir, was ist für uns gesunde Ernährung? Warum kann ich mich nicht mehr gesund ernähren, wenn ich rein meine Nahrung in einem Supermarkt einkaufe, der auch viele Waren importiert, die dann die vor allen Dingen unreif geerntet werden und dann über die Transportbehandlung und die Kosmetik, die heute schon bei Obst gemacht wird, dass Äpfel poliert werden, dass mit Lebensmittelfarben nachgespritzt wird und solche Dinge, das sehen wir alles nicht und wissen das nicht. Unter toller Beleuchtung sieht jedes Obst und Gemüse in jedem Supermarkt toll aus. Ob es das ist, ist häufig die Frage. Richtig. Du hast eben was Wichtiges gesagt in unserer Pause mit dem Thema, dass wir, wenn wir in unserer Mitte sind und unsere Lebensaufgabe folgen, dann nehmen wir viel weniger Nahrung zu uns und haben automatisch die Bedürfnisse nach der Nahrung, die uns gut ist. Ja, also je mehr wir uns von Ängsten lösen natürlich und umso mehr können wir uns auch verwirklichen.
Und dann beißen wir ja umso mehr in unsere eigenen Aufgaben und somit kompensieren wir dann eigentlich übers Essen weniger. Und das zeigt sich dann auch, dass wir nicht mehr einen ganzen Teller mögen, sondern vielleicht nur noch einen halben oder am Schluss vielleicht nur noch ein Viertel oder noch weniger. Also das heißt, das Essverhalten verändert sich, auch was wir essen. Wir kennen das veränderte Essverhalten beispielsweise von Schwangeren. Die haben plötzlich Heißhunger auf Gurken zum Beispiel und essen dann Gurken a gogo. Also der Körper sagt, was wir brauchen. Und wenn wir uns entwickeln im Leben, dann ändert sich auch das Essverhalten. Ist ganz klar. Das heißt wieder, wenn Körper und Geist in Harmonie kommt, dann entsprechen wir unserer eigentlichen Aufgabe. Wenn ich jetzt das, was du gesagt hast, umsetze auf die vielen übergewichtigen Menschen. Und da geht es ja nicht, dass der dick ist, dick von zu viel essen, sondern was die übergewichtigen Menschen oft gar nicht wissen, ist, dass ihr Körper in einem Mangelprogramm fährt. Entweder zu wenig Wasser, dass überhaupt nichts transportiert werden kann, also kriegt er die Nährstoffe gar nicht dahin, wo sie hin müssen, bedeutet in der Konsequenz, er hat Mangel. Was macht er, wenn er Mangel hat? Er lagert ein, weil das seine ureigenste Funktion ist. Aber dieses Eingelagerte macht die Frauen immer breiter, die Männer immer runter. Und in diesem Sinne sage ich immer, ein dicker Bauch oder bei den Frauen dicke Taille und Hüfte bedeutet nichts anderes wie Mangel. Ja, natürlich, ein Mangel eben sich verwirklichen zu können zum Beispiel. Und man kann das auch erkennungsmedizinisch eigentlich von der Symbolik her anschauen. Also wenn ich mit Essen schwerer werde, dann heißt das, ich beschwere mich. Und wenn nur an einem bestimmten Körperteil das Fett eingelagert wird, dann hat es mit dem Thema dieses Körperteils zu tun. Weil jeder Körperteil hat mit einem Thema zu tun. Beispiel? Beispiel, der Unterarm ist am Arm genommen zu werden. Der Oberarm, jemanden am Arm nehmen. Das heißt führen. Ich will andere führen oder genau, ich will geführt genau. werden. Oder die Oberschenkel haben mit Partnerschaft zu tun, die Unterschenkel mit Vorwärtsspringen im Leben. Wenn es am ganzen Körper ist, wo wir Gewicht zunehmen, dann hat es mit Aufgaben zu tun, weil wir den Körper für Aufgaben haben, zum Erfüllen von Aufgaben. Das heißt, alles, was ich in meinem geistigen Zustand nicht erkenne oder auch wo ich auf dem falschen Weg bin, der nicht meiner Lebensaufgabe und meinem eigentlichen Sein entspricht, tut sich das körperlich äußern. Also wieder gilt die alte Regel, der Körper ist die materialisierte Reaktion auf meinen geistigen Zustand. Ja, könnte man wahrscheinlich so sehen, ja. Das heißt, bin ich mit mir nicht zufrieden, ist mein Körper nicht zufrieden? Ja, also der Körper zeigt uns ja, du sprichst jetzt die Fettleibigkeit an, das ist ja ein Teil von irgendwelchen Körpersignalen, die uns der Körper gibt, wo wir uns nicht bewusst sind, dass wir uns damit blockieren oder behindern, uns zu verwirklichen. Also wenn ich mich beschwere, wenn ich mit einem 10 Kilo schweren Rucksack herumrenne, dann komme ich nicht so weit, wie wenn ich eben schlank bin. Und der Körper verwendet dann eben die Symbolik, die am passendsten ist, um das auszudrücken, damit wir am leichtesten erkennen können, was wir eigentlich tun. Also das, was der Körper an Signalen gibt, ist das, was der Mensch tut. Also beschweren wir uns, also indem wir Gewicht zulegen, dann heißt das, wir beschweren uns wegen unserem Leben oder wegen einer Aufgabe oder irgendeiner Thematik. Oder ich möchte gewichtiger sein mit meinem Tun oder so. Ja, genau. Ich habe das viel, man redet ja oft von dem sogenannten Frustfressen. Ja. Das heißt, wenn ich gefrustet bin, dann fange ich an reinzuschieben. Das heißt, das, was ich in meinem Leben nicht erleben kann, kompensiere ich durch, in Anführungszeichen, den Genuss von Nahrung.
durch tollen Geschmack gebe ich mir eine Belobigung, die natürlich, ich meine, jeder, der im Übermaß isst, weiß, irgendwann legt er Gewicht zu, weil der Körper das gar nicht verschaffen kann. Und wie gesagt, die meisten Menschen vergessen einfach, wie wichtig Wasser ist, obwohl das über 70% im Schnitt unser Körperbestandteil ist. Erkennungsmedizin. Wo kann der Zuschauer sich über dieses Thema informieren? Es hat ganz wenig Artikel sind publiziert an der Stelle, die ich bereits erwähnt habe. Auf dem Fitness-Tribune? Ja. Es gibt noch ein Buch, das ist in der Schweizerischen Nationalbibliothek. Ansonsten gibt es wenig Material im Moment noch darüber. Es gibt, muss man vielleicht auch sagen, es gibt noch andere erkennungsmedizinische Richtungen, wie beispielsweise die neue germanische Medizin, die ist natürlich angefeindet zum Teil, aber sie führt den Menschen eigentlich aus der Schulmedizin hin zu einer Medizin, wo der Mensch selber erkennen kann, dass er eigentlich etwas verursacht und was ihm der Körper damit zeigt. Die Erkennungsmedizin, die ich anspreche, die ist dann noch ein bisschen einfacher, weil es dann eigentlich keine medizinischen Kenntnisse mehr dazu braucht. Sie basiert dann eigentlich nur noch auf den Körpersignalen, auf der Symbolik des Körpers. Du hast im Vorgespräch was Tolles gesagt. Du hast irgendwann eine Eingabe gemacht oder einen Antrag gestellt, um zum Beispiel dieses Thema Erkennungsmedizin in die Grundschule, bei uns heißt es Grundschule? Primarschule, ja. Um in den Primarschulen quasi bereits den Kindern das beizubringen, dass sie auf die Signale ihres Körpers achten, weil die natürlich noch viel intuitiver sind in ihrem jungen Leben. Genau. Das würde bedeuten, man könnte die zu selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Menschen im Bereich der Gesundheit dort informieren, dass sie wissen, aha, wenn es plötzlich da anfängt zu zwicken, dann heißt das für mich in meinem Körper, aha, da stimmt was nicht, in dem Bereich muss ich jetzt schauen, sowohl auf der geistig-seelischen Ebene als auch auf der körperlichen, wo liegt der Hase im Pfeffer. Genau. Wäre das, war die Reaktion auf diese Eingabe? Also, die eine Kantonsregierung hat gesagt, das machen wir nicht. Das hätte zu wenig Akzeptanz in der Bevölkerung. Da muss ich natürlich sagen, es gibt Dinge, die macht die Regierung, wo sie die Akzeptanz in der Bevölkerung überhaupt nicht fragt. Und es hätte natürlich gesundheitlich eine sehr positive Wirkung, indem wir über eine halbe Generation, sagen wir jetzt mal, über 15 bis 25 Jahren praktisch eine Bevölkerung hätten, die wesentlich gesünder ist. Die Gesundheitskosten würden massiv sinken, weil das Wissen würde dann natürlich in die Familien gelangen und in die Gesellschaft. Und dadurch hätten wir eine Volkswirtschaft, die nicht Milliardenverluste hat wegen Krankheiten, das passiert heute immer noch so, sondern eine Wirtschaft, die voll produzieren kann, weil die Leute gesund sind und keine Krankheitsausfälle mehr haben. Und es ist dann so, dass wir das ganze demografische Problem, das wir heute haben, also wir haben heute einen Geburtenrückgang, wir haben geburtenschwache Jahrgänge, das heißt, wir haben zu wenig Junge, die nachkommen. Und wir haben oben einen Überhang an älteren Leuten, also die sogenannten Babyboomers, die sind jetzt gerade die kommen jetzt ins Pensionsalter. Und hören jetzt eigentlich auf zu arbeiten, weil man ihnen das so gesagt hat, wir brauchen die jetzt nicht mehr. Du bist jetzt Rentner. Ja, aber wenn sie gesundheitlich an sich arbeiten würden und könnten, dann würde es ihnen nicht einfallen, aufhören zu arbeiten, weil dann wären sie im Vollsaft. Und sie würden das mit Freude tun. Na, natürlich. Jetzt sind wir wieder bei dem anderen Punkt. Wenn die Menschen ihren Beruf, der ihren Talenten und Fähigkeiten entspricht, nachkommen können, also sie nicht zu Kindesbeinen gezwungen würden, was willst du werden? Gärtner, da verdient man kein Geld, du wirst Beamter und genau. So weiter. Würde man das nicht tun und würde die Menschen in ihren Fähigkeiten und Talenten arbeiten lassen, wäre auch in der Konsequenz dann das ganze Thema Krankheit und Fehlleitungen, wäre alles mit einem großen Prozentsatz reduziert. Stark verkleinert. Also das heißt eigentlich, wir brauchen eine Systemänderung, die auf Erkenntnis beruht. Ja, und es ist auch so, dass die Wissenschaft eigentlich ganz klar weiß, das wurde auch an Gesundheitsförderungskonferenzen, zum Beispiel 2009 war eine Mitte Januar, ganz klar kommuniziert, auch in Genf von der IOHP-Konferenz 2010, dass je
je weniger du dich leben kannst, je ärmer du bist, je weniger Möglichkeiten du hast im Leben, dich umzusetzen, zu verwirklichen, umso kränker bist du, umso früher stirbst du. Also ein Mensch stirbt umso früher, je ärmer er ist und je weniger Möglichkeiten er hat, sich zu verwirklichen. Und mit diesem Wissen müssten eigentlich die Politiker das ganze System an sich schon umstellen, weil man müsste dann dafür sorgen, dass wir eine Volkswirtschaft haben, die alle beschäftigen kann, und zwar dort, wo sie ihre Stärken haben. Wenn man die Leute dort einsetzt, wo sie Stärken haben, dann wären sie auch zufriedener, sie würden mehr leisten, wären kreativer und es würden alle profitieren davon. Und die Leute werden natürlich gesunder, wie du sagst. Also das heißt, wenn ich das alles, was du jetzt sagst, umsetze, dann bedeutet das eigentlich, durch diese Erkennungsmedizin können wir selbst die Reaktionen unseres Körpers einschätzen. Würde ich das den Primarschülern bereits beibringen, würden die ganz anders mit ihrem Körper umgehen und auf die Reaktionen und Informationen von ihrem Körper achten, was die Konsequenz dann hat, nicht mehr so viel Kranke in späterer Zeit. Kinder werden ja relativ selten wirklich schwer krank, außer die Kinderkrankheiten, die wir so kennen. Aber letztendlich fangen die Krankheiten immer so an, 40, 45, 50, ab dann geht's los. Und dann gibt es ja heute sogenannte Alterskrankheiten, die muss schon jeder haben, sonst gehörst du gar nicht mehr dazu, wenn du am Stammtisch nicht über deinen Diabetes reden kannst oder über Ähnliches. Bedeutet, eine gesündere Gesellschaft würde bedeuten, dass wir bequem, zwar mit kürzeren Arbeitszeiten, aber alle so lange arbeiten könnten, wie wir sagen, wir möchten das. Genau. Also wenn ich mit 70 noch fit bin, warum soll ich mit 70 nicht meinen Job machen oder auch mit 80? Und auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es Leute, die vielleicht mit 50 ihr Thema erledigt haben und die können ihren Weg wählen. Aber wir hätten auf jeden Fall zwei Dinge. Wesentlich weniger Kosten in dem ganzen Gesundheitssystem und wir hätten einen viel größeren Anteil an Menschen, die aktiv zum Bruttoinlandsprodukt beitragen können. Genau. Also es ist ja so, dass eigentlich die kranken Leute und das ganze Krankheitssystem nichts das ist ja eigentlich der tertiäre Sektor, der trägt eigentlich nichts zum Bruttosozialprodukt bei. Mhm. Und wir hätten also Versicherungen zum Beispiel, Krankenversicherung dasselbe. Die tragen dazu nichts bei. Und wir hätten stattdessen dann eine wesentlich stärker produzierende Wirtschaft und wir hätten wahrscheinlich auch das Aufleben der Künste wieder. Also was man früher im Mittelalter vielleicht mal hatte, in Barockzeit oder so, wir hätten wieder ein Aufleben davon, weil dann die Leute weniger Zeit verbraten praktisch, um ihre Arbeiten zu erledigen, und dadurch freie Zeit haben, sich künstlerisch zu betätigen. Jetzt sitzen die Zuschauer vor dem Fernseher und sagen, grübel, grübel, jetzt bin ich komplett verwirrt. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt da mir angucke, du musst am Tag Tomaten essen und Äpfel und dies und das und jenes und nur das Brot und das nicht und nur dies und das. Jetzt habe ich es geschafft mit der gesunden Ernährung. Nach unserem Beitrag jetzt sitzen alle da und sagen, oh Mist, jetzt ist das alles Unsinn, was ich da gelesen und gehört habe. Was soll man den Zuschauern jetzt sagen, was er machen müssen? Also das Einfachste eigentlich, auf den Körper hören und das essen, was man gerne isst. Und dann, wenn man auf den Körper hört, was man gerne isst, dann sagt einem der Körper eigentlich auch, wann man genug hat. Wenn man auf diese Signale sich einstimmt und die auch wahrnimmt und umsetzt, dann ist das eigentlich das, was dem Körper am besten tut. Aber ich darf es nicht einseitig betrachten. Das müssen wir den Zuschauern auch noch sagen. Das heißt, es gibt keine gesunde Ernährung, egal wie es ist, wenn der Rest meines Lebens schiefläuft. Ja, das könnte man sicher so ausdrücken, ja. Also das heißt, immer wichtiger für uns Menschen heißt, ganzheitlich uns zu erkennen und zu erkennen, dass das Thema, was ich jetzt mal als Geist bezeichne, was uns im Prinzip lenkt und steuert, was wir als unseren Intellekt betrachten und die Zentrale unserer Fähigkeiten und Talente, dass auch dort gesund gearbeitet werden muss in unseren geistigen Belangen. Ja, also kann man sicher so ausdrücken, man kann das auch sagen, wenn der Mensch sich löst von den Ängsten, dann
bleiben ja eigentlich nur noch seine Wünsche übrig. Und das ist das, was er sich ja wünscht. Und somit kann er sich dann auch umso mehr verwirklichen. Also und dann erkennt er sicher auch seine Aufgaben und kann die umso besser erfüllen, weil er dann eigentlich seine Talente leben kann und das einbringen kann, was die anderen Menschen möchten. Wir haben ja heute Leute, die Dinge tun, die viele Leute verurteilen und eigentlich nicht möchten, dass sie das täten. Also es gibt viele Leute, die möchten nicht, dass ein Polizist Bußen verteilt, oder? Vielleicht der Polizist auch nicht. Aber was will er machen? Wenn er aufs Revier kommt und hat keine verteilt, schimpft der Chef, dann wird er entlassen. Also was will er machen, der arme Polizist, der wird Bußen verteilen. Ganz klar. Ja, wir haben ja diese ganzen Dinge in unserem System, die den Menschen heute schon zu sehr vielem zwingen. Wir hatten vor kurzem diese ganzen Diskussionen, die jetzt auch wieder in einer Volksabstimmung sind, mit diesem ganzen Passivrauchthema, dann mit dem Helmpflicht für Fahrradfahrer, Helmpflicht für Motorradfahrer, Anschnallen im Auto. Es gibt tausend Dinge, die uns jeden Tag vorgeschrieben werden, die wir machen müssen, sonst kommt ein System und straft uns. Letztendlich ist das für mich alles eine Einschränkung der Freiheit, die ich eigentlich so nicht akzeptieren kann. Nur, da sie in fast allen Staaten mittlerweile so um sich greift, kannst du dich gar nicht mehr irgendwohin zurückziehen, wo es das nicht gibt. Also bist du ein Sklave des Systems. Das ist nun mal so. Und damit müssen wir alle klarkommen heute irgendwo. Auf der anderen Seite heißt es aber, warum stellen wir das denn nicht um? Warum gehen wir nicht ins Verursacherprinzip? Und da ist es doch ganz klar. Ich meine, wenn ich heute eine Versicherung abschließe, eine Krankenversicherung, kriege ich doch auch Fragen. Haben Sie Erbkrankheiten in der Familie? Hat bei Ihnen schon mal jeder eine Schizophrenie gehabt oder was auch immer? Musst du 10 Fragen ankreuzen. Danach wirst du tarifiert. Warum steht da nicht dabei? Wollen Sie Risikosportarten betreiben wie, was weiß ich, Paragliding, Bungee-Jumping, ähnliche Geschichten? Rauchen Sie? Wollen Sie mit dem Motorrad ohne Helm rumfahren? Wollen Sie im Auto unangeschnallt rumfahren? Diese Dinge. Somit ist mein Risiko größer, also muss ich entsprechend auch einen höheren Anteil an Prämie machen, weil ich sage, das ist mein Risiko, das gehe ich bewusst ein, aber ich will gar nicht, dass es die Allgemeinheit trägt. Ich bin bereit, für dieses Risiko auch mehr an Gebühren zu bezahlen. Warum geht man nicht diesen Weg? Ja, also wenn man dann eigentlich eigenverantwortlich lebt dann, und Erkennungsmedizin betreibt, dann ist es eigentlich gar kein Thema mehr. Also dann fällt das weg. Also es gibt da Lösungen, die die ganze, eigentlich das, was wir heute aufgebaut haben, was so kompliziert ist, viel, viel einfacher machen. Und wann können wir es anfangen umzusetzen? Ja, je mehr Leute eigentlich an sich arbeiten und sich eben auch gesund ernähren, sich versuchen zu verwirklichen, umso rascher wird das auch soweit sein, dass das ganze System kippt, sicher. Wir sollten halt vielleicht versuchen, für unsere Zuschauer eine Informationsbroschüre oder eine Internetseite oder so etwas darzustellen, dass man sich über diese Hintergründe der sogenannten Erkennungsmedizin informieren kann. Weil, wie gesagt, wenn ich nicht weiß, was der Oberschenkel bedeutet und da tut mir weh, werde ich auch nichts ändern können. Genauso ist es mit dem Arm. Wenn ich im Internet unter dem Wort Erkennungsmedizin suche, finde ich dann entsprechende Texte? Etwas findet man, ja. Dann wäre das so der Tipp an die Zuschauer. Wenn Sie sich zu diesem Thema Erkennungsmedizin informieren wollen, gehen Sie ins Internet und lesen Sie einmal diese Dinge und vergessen Sie nie dabei, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele und diese sind untrennbar miteinander verbunden. Jeder, der nur einen Bereich bearbeitet, wird immer eine Feststellung machen, auch in einem Bereich alleine von unserem Körper wird sich nichts verändern, weil wir ein ganzheitliches Wesen sind. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Geschichte, die auch in unserem Gespräch heute gut formuliert wurde. Das heißt, immer wieder habe ich in allem gehört, was du erklärt hast, dass wir uns ganz betrachten müssen. Also ich denke mich irgendwo hin, wo ich bin. Ich habe in einer anderen Sendung gesagt, der Mensch sollte sich in seinen Gedanken mit den Dingen beschäftigen, die er möchte und nicht mit denen, die er nicht möchte. Ja. Das ist ja so eine alte Geschichte. Ne? Du lächelst natürlich und weißt sofort, was ich meine. Das heißt, positives Denken bedeutet nicht, ich denke, jeden Tag im Himmel ist Karneval, sondern positives Denken bedeutet, egal was mich in meinem Leben trifft, ich nehme es an, und schaue, was es mir sagen will und bedenke die positiven Resonanzen auf mein Leben. Ich kann natürlich auch die andere Seite wählen. Ich nehme immer das Beispiel des Autounfalls.
Der Autounfall trifft mich jetzt, jetzt kann ich anfangen zu lamentieren in meinem Geist, jetzt kann ich meine Kinder nicht mehr in die Schule fahren, jetzt schimpft mein Mann, wenn ich rauskomme, jetzt habe ich kein Auto mehr zum Einkaufen fahren, um Gottes Wille, wo kriege ich jetzt das Geld her für ein neues Auto? Und diese Dinge beschäftigen mich alle. Auf der anderen Seite kann ich auch denken, das war ein Zeichen für mir, vielleicht war das Auto, hat es so einen Schaden, wäre ich in 4 Wochen mit der ganzen Familie, mit dem hunderte von Kilometern Urlaub gefahren, hätte vielleicht eine Achse können brechen oder irgendwas und es wäre viel schlimmer geworden. Also man bewahrt mich vor etwas viel Schlimmerem. Oder ein neues Auto für mich steht bereits irgendwo bereit und die göttliche Schöpfung wird mich jetzt dahin führen, wo es ist. Also ich kann mich auch mit diesen Gedanken beschäftigen und dann wird das auch Realität werden, weil wir sind die Visionäre, wir sind die Manifestierer unseres Glücks und unseres Lebens. Und ich glaube, das ist noch nicht zu sehr vielen Menschen durchgedrungen, dass so eigentlich das Leben funktioniert. Ja, könnte man so sehen, ja. Mhm. Und wie siehst du es? Ja, also, das ist vielleicht ein größerer Themenbereich. Also eben, wenn man ein bisschen an sich arbeitet, wenn man sich Man ist sich ja bewusst, wo man sich ängstigt. Und wenn man diese Ängste loslässt, so kommt man ganz langsam vorwärts. Man kann sich immer mehr verwirklichen, weil einem dann immer weniger Steine im Weg liegen. Und dadurch kommt man eigentlich nach und nach dann auch an seine Aufgaben und kann die besser umsetzen. Und das bringt eigentlich dann schlussendlich auch die ganze Gesellschaft weiter vorwärts. Und dazu gehört auch die Ernährung, ist völlig klar. Auch dass die Leute erkennen, was die genmanipulierte Nahrung eben bedeutet, symbolisch, weil wir natürlich mit der Erziehung eigentlich die Kinder nicht sich entwickeln lassen und wir von ihnen einen Spiegel kriegen, vorgezeigt, sondern dass wir diesen Spiegel zurechtrücken, damit er uns passt. Und das könnte man eigentlich in der genmanipulierten Nahrung sehen und da müssen wir eigentlich konsequent sein. Also, wollen wir genmanipulierte Nahrung oder wollen wir zulassen, dass die Kinder uns Dinge zeigen, die wir uns eigentlich nicht gerne bewusst sind? Kinder ist auch so ein Zauberthema. Seltsamerweise höre ich immer wieder die Bezeichnungen von verhaltensauffälligen Kindern. Und ich sage, Leute, begreift doch endlich, die sind nicht verhaltensauffällig. Die wollen nur unseren alten Trott nicht mehr, weil es ganz neue und ganz andere Wege gibt, die uns die neuen Generationen zeigen wollen. Nur wir denken, wir sind die Herrscher der Welt und versuchen unsere Kinder zuzustutzen. Das, vor kurzem hat einer gesagt, aus Kindern werden nicht Erwachsene erzogen, aus Kindern werden Konsumenten erzogen. Und da sehen wir schon, wo das Ganze hinläuft. Das heißt, vom Schulsystem über das, was wir unseren Kindern beibringen, viele, viele Dinge laufen komplett aus dem Ruder. Und dann sage ich immer, brauchen wir uns ja nicht zu wundern, wenn dann letztendlich auch unser eigenes Leben aus dem Ruder läuft und unser Körper darunter der Leidtragende ist. Genau. Also besinnen wir uns wieder, glaube ich, auf eine natürliche Welt, auf eine menschliche Welt und vor allen Dingen auf eine Welt, in der Liebe und Güte die Zauberworte sind. Dann brauchen wir auch keine Ethikbeauftragten mehr und keine Frauenbeauftragte und Männerbeauftragte und was weiß ich was für Beauftragte. Denn wir werden aus unserer Liebe heraus nie einem anderen Schaden zufügen. Und wenn wir so denken, glaube ich, dann haben wir auch der Welt das Beste getan. Wir werden noch eine weitere Sendung machen zu dem Thema Erkennungsmedizin. Unsere Sendezeit läuft dem Ende entgegen. Ganz herzlichen Dank erstens mal, dass ich dich kennenlernen durfte. Das Vorgespräch war schon sehr interessant. Und wir werden uns wiedersehen. Wie gesagt, auch im Hintergrund deiner journalistischen Tätigkeit gibt es da einige interessante Themen, die wir noch gemeinsam bearbeiten können. Nochmal Kaspar Zimmermann, herzlichen Dank an dich und bis Danke zum nächsten auch. Mal. Danke auch, hat mich gefreut. Liebe Zuschauer, wir haben heute das Ende unserer Sendung erreicht. Morgen, wissen Sie, haben wir wieder unser Thema Geld, Wert und Zeit, wo wir uns wieder mit den Themas unseres Geldwertes und wie das Ganze weitergehen kann. Es entwickelt sich ja jeden Tag in der EU, in dem Bankenwesen, in Zentralbank, IWF und wie die ganzen Institute heißen, die dollsten Dinger, die wir als Menschen letztendlich auszubaden haben. Da gibt es wieder einiges Interessantes und Neues zu berichten. Unsere Spendenaktion lief gut. Es fehlt noch ein kleiner Teil. Da wäre es natürlich auch ganz toll, wenn sich noch ein paar Zuschauer aufraffen würden, mich zu unterstützen. Morgen habe ich noch Zeit, das zu bewegen. Also
gehen Sie auf unsere Website unter Porträt und Ziele, finden Sie das. Ich danke Ihnen, einen schönen Abend. Bis. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.